Hi, ich bin Jette. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt es eine neue Folge von meiner Serie Künstlerin testet. Es gibt eine Sache, die ich schon sehr, sehr lange machen möchte und ihr habt es im Titel schon gelesen. Ich teste heute Malen nach Zahlen. Falls ihr das nicht kennt, aus irgendeinem Grund, das ist quasi eine vorgefertigte Leinwand, wo man einfach nur verschiedene Felder, die mit Nummern beziffert sind, farblich entsprechend ausfüllt. Daher habe ich mich mal online auf die Suche gemacht nach coolen Malen nach Zahlen Bildern, die ich für dieses Video anmalen kann. Und ich habe dieses hier gefunden. Das hier ist meine Aufgabe. Das ist Starry Night, auch bekannt als Sternennacht von Vincent van Gogh. Und wenn ihr mich kennt, ich glaube auch allein an meinem Hintergrund und an meinem Interior hier, merkt man, dass ich dezent ein Fan von diesem Bild bin. Ich habe sogar Untersetzer für Getränke mit dem Bild drauf. Ich habe ein Buchcover damit. Ich habe das sogar mal gefälscht. Und ich habe dieses Bild ausgesucht, weil es einfach verdammt kompliziert aussieht. Man bekommt auf jeden Fall Farben. Mal gucken, wie viele. Hä? Nummern? Muss ich die jetzt auch noch darauf kleben? What? Aha. Hier ist eine Anleitung. Okay, hier steht jetzt drauf, welche Farbe zu welcher Nummer gehört. Also ich glaube, ich erspare euch das mal. Wir sehen uns wieder, wenn ich das Ganze fertig habe. So, alle Farbtuben sind beschriftet. Mir fällt nur auf, dass die Farben so richtig gar nicht mit denen übereinstimmen, die hier sind. Hier ist zum Beispiel kein einziger Orangeton. Die Nummer 938, nur mal zum Vergleich, sieht so aus. Also das kann ja dann nicht so werden. Da bin ich jetzt ein bisschen skeptisch. Was mir hier auch bei der Leinwand auffällt, ist, dass da so schon so ein paar, was heißt grau, hell-dunkel Abstufungen drin sind. Also man hat da anscheinend dann doch so eine kleine Orientierung, dass die Felder auch so ein bisschen gefärbt sind. Wenn man jetzt zum Beispiel die gelben Felder sucht, dann kann man sich ein bisschen so zumindest daran orientieren. Und ich glaube, ich arbeite mich jetzt mal mit einer Farbe immer jeweils von links nach rechts. Also ich nehme mir einen Farbton und dann fange ich auf der linken Seite an, weil ich bin Rechtshänderin und dann, wenn man halt dann irgendwo in der Mitte anfängt, dann kann es halt sein, dass man da durchkommt. Ich bin so gespannt, wie lange ich brauche. Mein Gott, was habe ich mir hier vorgenommen? Worauf habe ich mich hier eingelassen? Was ist denn hier die 7? Ich sehe nämlich sehr viele 7. Ah, okay, die Farbe ist sehr dickflüssig. Das heißt, die müsste sehr ergiebig sein. Und ich habe mich schon gewundert, warum man nur so wenig hat. Das sind aber auch kleine Felder. Ich muss erstmal gleich meine Brille holen. Naja, let's go. Dafür habe ich 2 Stunden gebraucht, Leute. Ich glaube, ich sitze hier noch Tage. Es ist mittlerweile dunkel draußen. Gleich 9. Ich habe die erste Farbe fertig. Die 7. Die Nummer 7. So sieht das Bild jetzt aus. Also ich habe mir Mühe gegeben, das so gut wie möglich auszumalen. Weiter geht es mit der Nummer 2. Das ist dieses Dunkelblau hier. Ich arbeite nämlich gerade, glaube ich, diese Blautöne erstmal ab, dass ich zumindest die obere Hälfte, den Himmel, nämlich recht schnell fertig kriege. Halb 11. Ich habe jetzt 3 Farben besser aufgetragen und gerade halt eher die dunklen, also die Blautöne. Ich weiß nicht, ob ich heute noch mehr schaffe. Ich bin echt schon ganz schön, also ich habe meinen Nacken auf jeden Fall, den werde ich morgen spüren. Ich kann meinen Kopf schon gar nicht mehr. Ich gucke hier die ganze Zeit nach unten. Also wirklich. Ich meine, es wäre ja richtig toll, wenn hier irgendjemand im Raum wäre, der Malen nach Zahlen richtig toll findet. Das bin dann wohl ich. Ich liebe Malen nach Zahlen. Aber ich muss was anderes leider gerade machen. Schade. Für dich und für mich. Ja. Es ist der nächste Tag. Hier sind wir wieder. Kurzer Zwischenstand. So sieht unser Gemälde jetzt aus, nach eben den ersten 3 Farben. Mit welcher Farbe machen wir denn mal weiter? Die 3 ist auch noch ein Blauton. Ich will heute wirklich einfach erstmal die ganzen Blautöne abarbeiten. Ich arbeite auch mittlerweile mit einem so dünnen Pinsel, dass es kein Wunder ist, dass ich so lange brauche. Ich hoffe, es ist auch nicht allzu langweilig jetzt hier beim Zugucken. Ich dachte mir deswegen, erzähle ich euch mal eine lustige Anekdote.
Und zwar habe ich neulich, als ich bei meinen Eltern zu Hause war, ein Bild entdeckt. Also ich habe halt so eine alte Kunstmappe, so von der Schulzeit, und die habe ich entdeckt. Und das war so witzig, weil, also es war halt so ein Bild dabei. Und dann habe ich mir das mal genauer angeguckt. Und auf den ersten Anschluss dachte ich mir so irgendwie, irgendwoher kenne ich das. Jedenfalls musste ich mal in der Grundschule, und da ist mir es nämlich wieder eingefallen, Starry Night, also genau dieses Bild hier, mal nachmalen. Also unsere Kunstlehrerin damals, ich glaube so in der dritten Klasse, hat uns halt immer diese Gemälde gezeigt. Ich glaube auch einmal mussten wir diese Brücke von Monet auch mal nachmalen. Und ich habe eben mein Replika davon gefunden bei meinen Eltern. Und ihr seht es ja auch im Hintergrund, ich habe das halt wirklich auch selber mal nachgemalt. Ich hatte nämlich mal so eine YouTube-Serie ausprobiert, die heißt Kunstfälschen mit Jette. Und interessanterweise, also dafür habe ich 8 Stunden gebraucht. Und wenn ich jetzt mal daran denke, wie lange ich jetzt hier dran sitze, also da kann ich ja das 3-mal machen. Knapp 1 Stunde später. Also die Blautöne kommen auf jeden Fall gut voran. Ich habe hier super viele Einsen entdeckt, deswegen machen wir jetzt hier noch mit weiter. Let's see. So sieht das Ganze jetzt aus. Also es kommen immer mehr Blautöne dazu. Das hier sind die Blautöne, die ich schon habe. Diese 3 hier muss ich noch. Und dann kommen noch die ganzen Braun, Schwarz, Gelb und Grüntöne. Ich will zuerst die restlichen 3 Blautöne abarbeiten. Ich habe dann am Abend mit meiner neu gewonnenen Inspiration und einem beruhigenden Tee weitergearbeitet. Oh nee, es klickert. Ich hatte auch echt zu dem Zeitpunkt solche Rücken- und Nackenschmerzen, dass ich mich erstmal hinstellen musste beim Malen. Hab das dann an der Leinwand, an meiner Staffelei, so mit Tape befestigt und dann den Abend und die Nacht weitergemalt und mir so beruhigende Musik angemacht, damit ihr jetzt auch hier mit mir in Stimmung kommt, ist hier ein bisschen Relaxing Music und Pain Timelapse. Enjoy. Update. So sieht das Ganze jetzt aus. Ihr könnt ja erkennen, wie viel wir noch machen müssen. So als Referenz. Die Blautöne sind durch. Nur wenn ich nur so sie sehe, was ich alles noch machen muss. Da verlässt mich die Motivation auch schon wieder. Boah, ich meine, mein Nacken killt mich. Wir machen weiter mit Weiß. Someone send help, ey. Ich muss mal echt Frieda fragen, ob sie mir hilft. Das machen wir jetzt. Hilfst du mir? Ja. Also ich glaube, so ein überzeugteres Ja habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Tschüss, Frieda. Tschüss. Frieda hat sich dann nach einer Stunde oder so, nachdem sie ihre Arbeit da fertig gemacht hat, auch noch zu mir gesellt. Und dann haben wir noch gemeinsam ein bisschen dran gearbeitet. So bis um 11, 12 ungefähr. Also da ging es auf jeden Fall schon ein bisschen schneller voran mit ihrer Hilfe. Mal nach Zahn war auch einfach wirklich zu verlockend für Frieda. Das machst du ganz toll. Nee, dieser präzise Pinselduktus. Pinselduktus, genau. Ein Traum. Wo haben wir die 4? Hier. Ist immer noch. Hä? Na, da oben. Das ist eine 4? Achso. Siehst du doch. Und dann habe ich danach noch so ein bisschen Übungen gemacht für die Wirbelsäule. I guess. Damit ich nicht so Rückenschmerzen habe. Und es hat auch echt geholfen. Also am nächsten Morgen ging es mir dann schon deutlich besser. Ich will ja nicht sagen, ich habe gestern Nacht vom Malen nach Zahlen geträumt, aber ich habe letzte Nacht vom Malen nach Zahlen geträumt. Die Strategie mit dem Klebestreifen hier oben hat sich auf jeden Fall als praktisch erwiesen. Und ich werde jetzt gleich noch so weiterarbeiten und den Rest ausfüllen. Also hoffentlich schaffe ich es jetzt fertig. Also, es kann kommen, was will. Ich male das jetzt zu Ende. Ich habe noch nie in meinem Leben so lange an einem Bild gemalt. Übrigens zur Feier des Tages. Meine Kunstsocken an. Passend zum Motiv. Tada. Könnt ihr die überhaupt erkennen, wenn ich das mache? Okay, let's go. Nachdem hier den Himmel
fertig angemalt hatte in Blau, waren dann nur noch die Sterne dran, der Sternennacht, also diese gelben Teile und natürlich auch der Mond am Ende. Deswegen habe ich da das Gelb aufgetragen. Ich liebe einfach den Kontrast zwischen den Farben. Sieht einfach nice aus. Jetzt sind die Gelb- und Grüntöne aufgetragen. Und als nächstes kommen jetzt die Brauntöne. Okay, es sind alle Farben drin, bis auf Schwarz. Das heißt, das ist jetzt der allerletzte Schritt. Und dann habe ich es auch endlich geschafft. Oh. Tada! Ich finde, das Schwarz hat nochmal so viel ausgemacht. Und ich muss sagen, ich finde es echt gar nicht so schlecht. Also es war echt, also es hat 3 Tage gedauert. Ich mache nie wieder mal nach Zahlen. Und nach diesem Experiment schätze ich es sehr, so künstlerische Freiheit zu haben. Denn man ist halt auch wirklich sehr eingeschränkt. Das heißt, für diejenigen, die freihand nicht so gerne malen und so eine Entspannungsübung brauchen, ist es vielleicht das Richtige. Ich habe übrigens auch noch mal das Video, wo ich dieses Bild hier freihand gemalt habe, auf dem i verlinkt. Also falls ihr schon ein bisschen erfahrener seid und mal Bock habt, es nachzumalen, schaut da gerne mal bei dem Video vorbei. Fun Fact, das Bild ist sogar glow in the dark. Also das Blau und das Gelb leuchtet im Dunkeln. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ich als nächstes testen soll, was für eine Technik. Ich würde mich voll darüber freuen, wenn ihr mal eure Wünsche mit mir teilt. Ansonsten auf jeden Fall nicht vergessen, mich zu abonnieren, Glocke aktivieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und da sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.